Halt. Wer ist Lord Anthony Stone, ja. So kurz Hallo sagen. Wow. Für deine unzähligen Verbrechen und Untaten wurdest du zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Das ist nicht schön. Okay, wir waren ein bisschen unartig, das sehe ich ja ein, aber... wir sind immer noch verflucht. Ein Jahr Gefängnis in verfluchtem Zustand. Okay. Meister der Lederrüstung. Oh, Stufe 10. Du bist nicht Stufe 10. Bei weitem nicht. Das heißt, ihr braucht auch 10. Deswegen hatten wir es damals nicht gemacht. Okay, das ist jetzt ein wenig lästig und peinlich. Also zum einen, dass wir uns jetzt nicht entfluchen können, weil das Verfluchen ein Jahr her ist. Aber hey, heißt das, wir haben neue Hufeisen? Springen uns bitte mal. Versuch bitte uns nach Sorpegal zu springen. Danke. Dann würden wir uns gerne entfluchen. Dann würden wir gerne wahllos, okay, vielleicht nicht ganz so wahllos, töten, damit wir Erfahrungspunkte bekommen. Damit wir die Leder- und Expertenränge in Kette und Leder auf Meister bringen. Problem an der Sache ist, das dauert, das kostet 8 plus 9 plus 10 plus 11 Skillpunkte. Also 2, 3 Stufen. Das hab ich. Hufeisen. Brauchst du ein Pferd? Warten die Pferde. Hey, ein Jahr ist passiert. Warum gibt es keine Hufeisen? Und warum liegen hier seit einem Jahr Leichen auf dem Boden? Ihr seid sehr komische Leute hier. Dolch. Können wir Dolch vielleicht schon steigern auf Expertenrang? Ja, ich glaube, hier waren Dolch. Experte in irgendeinem Hinterhaus. Hier? Nein. Oh, oder war das in Mist? Schön, dass du da bist. Hier, Dolch-Experte. Ja. 2000. Jules Miles. Nähe von Brook Stone. Ja, nee, da lassen wir uns nicht wieder blicken. Die haben uns in den Kerker geschmissen, verdammt nochmal. Also, was haben wir noch zu tun? Außer wahllos, nicht ganz so wahllos, töten. Speer. Wo kriegen wir Speermeister her? Kondition reparieren. Warte mal, reparieren müsste hier oben gewesen sein. So. Wie geht's? Meister des Erkennens. Nein, hier war sechster Sinn. Nee, entschärfen und entfallen. Stimmt, wir haben damals ganz schön lange an dem Expertenrang für Reparieren geknabbert. Der war irgendwo ziemlich abwegig. Wie geht's? Experte der Kondition, bist du schon? Jason Traveler. Arbeitet in Freehaven. Kondition, könntest du Meister werden? Du noch? Ah, du eventuell auch. Du nicht? Du nicht. Aber die beiden vielleicht, das wäre schon mal was. Freehaven, ha? Huh? Ist noch alle tot. Ja, okay, vielleicht war es ein wenig gerechtfertigt, dass unsere Helden für ein Jahr ins Gefängnis mussten. Oh, hallo. Experte am Schild. Danach habe ich gar nicht gesucht. Könnten wir schon Meister werden im Schild? Nö. Was für ein Bonus bringt das? Doppelter Bonus zur Rüstungsklasse. Okay. Hallo. Experte in Panzerrüstung, Meister in Panzerrüstung sind wir schon, ja. Hallo. Wie geht's? Das ist der ulkige Speer mit dem krassen Hut. Oh, hallo. Schön, dass du da. Wie geht's? Betrüger, nee. Wir hätten eigentlich ganz gerne mehr Lehrer. Das war schön mit dem Schildlehrer. Wie geht's? Also wenn man nicht nach einem Lehrer sucht und trotzdem einen findet. Wie geht's? Einstieg ins Kristallding. Nö, nö. Schön, dass du da bist. Kavallerist, Wie geht's? Sprüche brauchen wir, glaube ich, auch noch ein, zwei. Wäre
spirituelle Magie. Geteiltes Leben haben wir. Nee. Hallo. Ach, hier waren die vier Lehrer für die Elementarschulen. Nee, das brauchen wir nicht. Hier war unser Tempel. Hallo. Oh, hallo. Der Steinmetz. Hatten wir dich nicht benutzt, um die Kirche zu bauen? Hast dich gleich hier niedergelassen, ne? Sehr schön. Trotzdem suche ich eigentlich den Meister der Konstitution. Oh, hallo. Leeres Haus. Okay. Hallo. Zaubersprüche des Schutzes. Nein. Oh, nein. Oh, hallo. Gabriel hallo. Cartman? Was? Achso. Gabriel sagt, er arbeitet an der Umkehr einiger mysteriöser Rituale der Untoten. Ich weiß nicht viel über Rituale, aber ich weiß, dass Gabriel südlich des Temple Stone liegt. Wenn du ihn selbst danach fragen willst. Also ein Auftraggeber. Südlich von Stone. Den hätten wir wahrscheinlich schon mit ihm gesprochen. Fässer. Leer, leer. Gelb. Ich habe aber den Verdacht, dass der... Hallo, schön, dass du da bist. Mit dem war wir schon. Dass der Meister Lehrer für Konstitution nicht hier in der Stadt selbst wohnt, sondern etwas außerhalb. Da waren ja auch 4, 5 Hütten. Genau hier. Hallo, wie geht's? Genau, 2500. Okay. 2500. Und die Damen müssen das später lernen. Okay, versucht ihr zu merken, er wohnt hier draußen. Wenn die Damen soweit sind, dass wir ihn hierher schnell wiederfinden. Aber warten, das können wir uns vereinfachen. Nein! Es ist ein Jahr vergangen, alle Leuchtfeuer sind weg. Oh, hallo! Schön, dass du da bist. Ah, es ist nicht so schön, dass du da bist. Unsere Leuchtfeuer sind weg. Na gut, Orakel müssen wir neu setzen, das ist nicht ganz so wild. Sweetwater, Paradiestal, all die Sachen sind weg. Das heißt, wir können uns nicht schnell irgendwo hin teleportieren und da ein bisschen töten. Wir müssen erst wieder da nach Blackshire und von Blackshire aus weiter gucken. Hufeisen? Naja, bau mal. Whitecap. Also ich bin echt noch ein wenig verwirrt, dass in Iron Fist, ich glaube Iron Fist, ja, keine Hufeisen waren. Aber wir können trotzdem alle anderen mal abgrasen. Damit sie dann schön gleichmäßig wieder respawnen. Da waren wir Silver Cove. Silver Cove war hier hinten irgendwo. Der Stall. Da. Tschu-tschu. So. Von hier aus nach... Nee, stopp. Nicht von hier aus, sondern von Freehaven aus nach Süden. Da, zum Sumpf der Verdammten. Wo wir übrigens auch ein Leuchtfeuer setzen sollten für die Burg. Die Untotenburg, also wo die Litsche drin waren, die Oger und die fliegenden Augen. Wo wir eigentlich jetzt auch mal ein bisschen weitermachen sollten, aber ich sehe das jetzt schon kommen. Wenn wir da wirklich durchkämpfen wollen, dann müssten wir reingehen, also erstmal hochbuffen, reingehen, eine Handvoll Gegner, also wirklich nur ein Dutzend oder so töten, dann wieder rausschlafen, dann wieder hochbuffen, wieder rein, wieder ein Dutzend töten, wieder raus. Und, nee. Das will ich doch lieber erstmal vermeiden. Da mache ich lieber jetzt genau das, was wir die ganze letzte Folge gemacht haben. Besagt diese Folge. Nämlich unsere Heldengruppe verbessern. Durch Lehrer, durch Ausrüstung vielleicht noch. Das ist aber die Handschuhe von Talana, die waren ja unter aller Sau. Da könnten wir dran arbeiten. Und dann halt zwischendurch, also jetzt erstmal die Wegpunkte alle wir herstellen. Und dann zwischendurch mit Armageddon versuchen, irgendwo klarzukommen. Zum Beispiel hier. Hier sind ja nur so kleingedönsige Skelette und Harpien und Geister.
Ich gucke jetzt mal bei Gerogon, wie viele Erfahrungspunkte er hat und schreibe mir das auf. 1004, also 144-3347. Und jetzt sprichst du Armageddon. Eins, vier, vier, sieben, drei, acht, eins. Also er hat jetzt 4000 Erfahrungspunkte bekommen. Ist nicht viel, aber die meisten werden eh angeschlagen sein. Nö, gar nicht. Skelette fliegen durch die Gegend, okay. Du mach ein magisches Auge. Ich sehe vereinzelt Gegner auf dem Boden, aber das war's auch. Sind all, ah, doch, da hinten angeschlagen. Ja, doch, ein paar sind angeschlagen. So, nochmal. Ja, ein paar mehr. Du? 1, 4, 5. Sind schon mal 10.000. Also eigentlich 7.000 Erfahrungspunkte. Du? Armageddon. Gar nix. Da ist keiner gestorben bei dem Armageddon. Nee, nee, nee. Zufrieden ist was anderes. Also eventuell brauchten wir noch 10 Punkte in Schattenmagie oder so, damit es wirklich funktioniert. Aber momentan 4000 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wenn wir einen Titan umbringen, kriegen wir so viel. Sollte man mal testen. Nicht genug Zauberpunkte. Ach, du könntest jetzt schon ein drittes Mal, viertes Mal zaubern? Nee, nur dreimal am Tag. Also, er kann nur einmal am Tag von Lehrlingen der Schattenmagie ausgesprochen werden und das nur im Freien. Armageddon fügt jeder Kreatur auf der Karte inklusive deinen Charakteren 50 Schadenspunkte plus einen Schadenspunkt für jeden Fertigkeitspunkt in Schattenmagie zu. Das stimmt so nicht. Die Viecher hier haben nur 50 Trefferpunkte. Und die wurden nicht getroffen. Ach so. Vielleicht ist mit der Karte gemeint, dass ich mir gerade sehen kann auf der Minimap. Das wäre dann wiederum nicht so schön. Das wäre ganz schön mau. Ah, das kann nicht sein. Au. Wir waren recht weit weg und trotzdem waren hier Leichen auf dem Boden, als wir hergeflogen sind. Ich flieg mal. Jetzt müssen wir woanders testen. Okay, wir springen mal irgendwo hin, wo noch Gegner sind, die uns Erfahrungspunkte bringen. Hier in Blackshire zum Beispiel. Dann schlafen wir erstmal. Hallo, Herr, ist morgen dann. So. Dann schreiben wir uns wieder die Erfahrungspunkte auf. Vielleicht diesmal lieber von ihr, weil sie ja zaubert, vielleicht kriegt sie mehr Erfahrungspunkte. 1, 4, 4, 6, 8, 1, 4. So. 1, 4, 4, 6, 9. Also 3500. Könnten auch die ganzen Zivilisten gewesen sein. Die sind nämlich auf jeden Fall tot. Du. Jo. Plumpsen immer noch runter. So, nochmal. Eins, vier, fünf. 7000. 3500 mit jedem mal sprechen. Hm. Es kommt fast hin. 1, 4, 5, 2, 3. Ja, ein bisschen mehr vielleicht, aber wir haben jetzt 10.000 Erfahrungspunkte gemacht. Okay, das war Teil 1 des Tests. Teil 2. Wir gucken, ob wir auf der Karte irgendwo noch andere Leichen sehen. Ja, tun wir. Da. Oh, stopp. Ja, die sind angeschlagen, aber halt nur mäßig angeschlagen. Also wir können nicht hier alles... Oh, Gerogon. Wir können nicht hier einfach alles auslöschen, indem wir dreimal Armageddon sprechen. Und selbst wenn wir noch mehr Punkte in Schattenmagie setzen würden bei Talana, es macht halt pro Schattenmagie-Punkt nur einen Schaden aus. Das ist, ne? Nicht so viel, ein Schadenspunkt.
Wenn wir jetzt noch jemanden hätten, der da spricht. Miep, 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 miep. Dann könnte das was werden. Wart mal.